Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ah, haben wir hier gut geschlafen heute? Ja, also zwischen 10 und 10:30, da haben sie hier noch ein bisschen rumgekracht. Mit ihren Brückendingern. Ist ja immer dasselbe hier. Die tun ja immer so zwischen 10 und 10:30 ihre Brücken. Birnenbrücken. Oh, die Wand ist noch nicht richtig fest. Das ist nicht gut. Da kommt einer angeflitzt. Und noch einer und noch einer. Ja, halte ich dann noch mal kurz an. Und mach die Tafel richtig fest. Ah, die zappelt rum, ne? Die muss ich erstmal schnell festmachen. Hier können sie an mir vorbeifahren. Das wird so nix. So, schon besser. Wieder nicht richtig wach gewesen, der Herr Mäusel, ne? Ach. Guckt doch mal euch den Nebel schon wieder an heute am frühesten Morgen. Aber sieht schön aus hier an den Bäumen, ne? Das Angereifte. So, mal gucken, ob wir die grüne Phase hier noch hinkriegen. Wenn nicht, dann nicht. Haben wir doch noch sauber hingekriegt, die grüne Phase hier. Ha! Die hat extra auf uns gewartet, ne? Dann, jetzt ist die Tafel wenigstens schön fest, jetzt schlackert sie nicht dran rum. Vorhin hat sie ja geschlackert wie so ein Kuhschwanz. Musste ich schon noch mal kurz anhalten, ging nicht anders. Guckt euch mal an, wie der Nebel sich an den Bäumen niederschlägt und gleich gefriert. Alles weiß. Irgendwie sieht es schon cool aus, gefällt mir. Vor allem, wenn dann die Sonne so drauf scheint, so diffus durch den Nebel durch. Ja, guckt euch das mal an hier. Ist das nicht, sieht doch irgendwie, kann man gar nicht beschreiben. Da hinten scheint die Sonne, wo das Haus steht. Irgendwie gefällt mir das, wenn das so ist. Auch wenn es kalt ist. Wir haben jetzt 1 Grad minus.
heißt, also die Gefahr, dass der Nebel auf der Straße gefriert, ist auch gegeben. Ne? Gut, die haben sie wahrscheinlich gesalzen. Aber guckt euch das mal an hier. Diese weißen Bäume und die Sonne da so drauf. Ha! Irgendwie fantastisch. Ne, hast dich aber heute ein bisschen schwer, ne, mit deinen letzten halben Tonnen. Knapp 20. Die Sonne, sie strahlt und strahlt und strahlt. Jetzt haben wir inzwischen auch schon fast 4 Grad plus. Soll ja heute schönes Wetter werden, laut Wetterbericht. Soll ja nur früh so ein bisschen und Vormittag so ein bisschen durchwachsen mit Nebel gewesen sein. Ja, die Sonne scheint. So, mal schön sachte machen hier in den Kurven. Überfahren, die sind nämlich manchmal ganz schön. Die haben es manchmal in sich, die Überfahrten. Manche sind nicht umsonst auf 60 begrenzt. Zum Beispiel da oben, Schkeuditzer Kreuz. Man muss ja nichts heraufbeschwören. Lieber ein bisschen vorsichtig gemacht und dafür gut angekommen. Na, jetzt passelt es aber ganz schön runter, die Klara. Macht mich ganz schön warm hier auf der Seite. Naja. So, meine Guten. Ach, der will mich schon wieder die B2 hochschicken hier. Der Troller. Ich sollte vielleicht mal auf den Mann umstellen. Vielleicht ist der ja intelligenter als die Dame hier. Aber ich bezweifle das. Ich denke, die sind beide gleich dumm. Das ist nämlich ein Pärchen. Naja. Habe ich schon rausgefunden. Die mögen sich. Ach nee. Na gut, meine Lieben. Schauen wir mal aus, was auf der A9 auf uns wartet. Laut Navi nix. Aber das kann sich ja von Minute zu Minute ändern. Wisst ihr ja, kennt ihr ja. Kennt ihr ja sicher aus eigenen Erfahrungen. Ihr fahrt ja garantiert auch mit Autos draußen rum. Also die unter euch, die noch nicht Auto fahren dürfen, aber ich denke mal,
90% von euch dürfen Auto fahren und fahren auch gerne Auto. Jetzt geht's auf die A14. Also bis hierher lief es ja ganz gut alles. Können wir uns nicht beschweren. Und ich denke mal, der Rest läuft auch ganz gut. Dann gucken wir mal, wie lang das Abladen und das Laden dauert. Und dann begeben wir uns wieder Richtung Süden. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich dann hinten die 3 hinterfahre und die 20 runter oder ob ich die 15N runter fahre und die 92 hinter. Das weiß ich jetzt noch nicht, das überlege ich mir noch unterwegs. Ihr wisst ja, spontan ist mein zweiter Vorname. So gut müsstet ihr mich ja mittlerweile kennen. Ja, wie gesagt, jetzt gucken wir erstmal, dass es hier vorwärts geht. Steht der Blitzer hier? Oh, entweder kommen sie gerade oder sie fahren gerade weg. Eins von beiden. Sieht mir noch kommen aus. Kam gerade ein Auto mit Bewegung. Also schlenkisch reingefahren. Ja, wie gesagt, jetzt fahren wir erstmal hier bis zum Imperial, laden ab, laden wieder und dann überlegen wir uns, wie wir fahren. Naja, kurz nach 1 sind wir da, passt schon. Das passt schon. Das sind nur zusammengebuscht, die zwei, die da gerade links standen drüben. Kleintransporter und Pkw. Da werden wir nachher sehen, ob die Polizei da dabei steht. Unfalllauf. Hier geht's zur Red Bull Arena. Stand jedenfalls hier dran. Wo auch immer die ist, keine Ahnung. Meine Guten, haben wir es doch
vielleicht geschafft, noch 3 Minuten, sagt sie. Wenn denn die Ampel hier mitspielt. Also wir brauchen heute nirgends hin, weder zum Tanken noch zum Spritzwasser auffüllen. Ich denke, mit dem Spritzwasser kommen wir noch ein Stück hin. Und wenn nicht, habe ich ja noch den 5-Liter-Kanister dabei. Zur Not. Aber ich habe ja da gestern erst aufgefüllt. Ne? Und so viel gespritzwassert habe ich ja nicht. Viel Spritz gewassert habe ich ja nicht. Guckt hier rechts geht's in die Spedition. So, das A ist an. A wie an. Ich denke mir mal, das hängt da oben mit diesen Kästen zusammen, die da oben hier links zwischen den zwei Ampeln. Das wird das steuern, vermute ich mal. Das A. Oh, ein Lastenrad. Ein Mann mit Bart und Lastenrad. Wir haben ja auch so ein Lastenrad, da fahren wir immer mit unserem kleinen schwarzen Hund spazieren. Da tut er dann immer zwischendrin mal ein Stück laufen und wenn er nicht mehr laufen kann oder will, dann setzt er sich rein und fährt. Und wenn er wieder laufen will, dann springt er raus und die Lilly hält dann an, lässt ihn rausspringen und wenn er wieder nicht mehr kann, wenn er wieder müde ist, dann setzt er sich wieder rein. Ja. Dann guckt er die Lilly immer an. So nach dem Motto, könntest mal anhalten, ich will mich reinsetzen. Wozu hat die Ampel jetzt hier rot gemacht? Hier kommt nirgends was. Weit und breit nichts. Die wollte mich bloß verarschen hier. Nichts. Weit und breit nichts. Hier kommt der Mann mit dem Lastenrad. Der hat aber schmale Reifen, unseres hat breitere Reifen. Wir haben eins von Müller und Riese. Es wiegt ein Pfund, das Ding, sage ich euch. So, und dann gucken wir mal, wie es aussieht, wie lange es dauert. Komm, nimm mal deinen Pops weg. Was macht denn ihr hier? Ihr macht die Bäume kaputt oder was? Könnte ich mir gut vorstellen. Da gucken wir nachher mal, wenn wir rausfahren. Aber ich glaube, wir müssen die schickt uns dann so rum. Aber wir können auch so rumfahren. Es ist kürzer. Das ist kürzer. Ja, du hast rot, mein Guter. Mit deinem Lastenrad musst du schon warten. Ich habe Vorfahrt. Und der hat gewartet, dass ich rumkomme. Das finde ich ja nett. Das finde ich ja nett. Es gibt eben auch noch nette Kollegen, seht ihr? Jetzt ist er gar vorgefahren. Ah. So, und wir fahren jetzt auch hier bis vor.
dann, wenn ich dann fertig bin mit Laden, Abladen und Laden, dann melde ich mich wieder bei euch. Ne? Also dann, meine Freunde, bis später. So, meine Guten. Jetzt haben wir abgeladen und geladen. Musst mal aufpassen wegen der Lastverteilung, ne? Unsere gesamte Ladung wiegt nämlich knapp 600 Kilo. Ja, ihr habt richtig gehört, knapp 600 Kilo. Ein Haufen Elflenz sind heute hier zu Strich. Nicht danke, Sarah. Ich hab gern gehalten. So, meine Guten, dann gucken wir mal, wie weit wir heute noch fahren. Bis ganz runter weiß ich nicht, ob ich bis ganz runter heute fahre. Das überlege ich mir noch. Ich muss ja sowieso zwischendrin noch mal Pause machen. Da denke ich mal, da machen wir dann gleich Feierabend. Ach, guck mal, was hier vom Gefährt kommt. Hier, passt mal auf. Passt mal auf, hier. Ja. Ist das nicht geil? Ein stromlinienförmiges Etwas. Sieht ja geil aus. Ja, nee, ich denke, ich fahre jetzt noch 4,5 Stunden und dann ist Feierabend. Dann haben wir 4, 8 Stunden weg, das langt für heute. Haben wir genug gemacht. Jetzt ist es kurz nach 3, 4, 5, 6, 7, es ist 7, zwischen 7 und halb 8. Das reicht. Da haben wir heute genug gemacht. Ob wir das Gefährt noch mal sehen, was da gefährdet ist. Der ist ganz schön geflitzt, ne? Alter, der hat ganz schön Zaun drauf gehabt. So, was macht ihr denn hier eigentlich? Ihr schnipselt an den Bäumen rum. Sagt mal, guckt da vorne fährt er. Sieht ja geil aus, das Teil. Ich denke mal, wir fahren den morgen noch irgendwo laden und dann sowieso nach Hause. Ich glaube nicht, dass er uns noch mal nach Leipzig schickt. Und wenn, dann haben wir Pech.
dann scheißt es uns an. Der kommt mit dem Gewicht nicht klar. Das ist ihm zu wenig. Dann scheißt es uns an, wenn wir noch einmal nach Leipzig müssen, morgen. Aber es dann auch nicht zu ändern. Nee, wie gesagt, wir fahren jetzt noch 4,5 Stunden, dann müssten wir anschließend noch mal eine gute Stunde fahren. Wegen einer guten Stunde noch einmal fahren, mache ich nicht noch einmal Pause. Das wisst ihr ja, erkenntlich halt da in der Beziehung. Meine Guten. A72. In 10 Kilometern geht es auf die A93. Also, ich habe noch mal gründlich drüber nachgedacht. Nach Windisch-Eschenbach kommt nichts Gescheites mehr zum Parken. Zumindest nicht innerhalb der 4,5 Stunden, die ich jetzt noch, also die ich insgesamt fahre. Also ist Windisch-Eschenbach letzte Instanz. Dann fahren wir halt morgen früh 3:30 los. Da sind wir dann auch um 6 in Ballersdorf. Und dann gucken wir mal, was dann noch geht. Wir haben ja noch einen 10er offen und eine lange Schicht für morgen. Also von daher kann uns eigentlich nichts anbrennen. Selbst wenn wir noch mal nach Leipzig müssen, kann eigentlich nichts passieren. Da haben wir noch genug Lenkzeit, um noch nach Hause zu kommen. Und genug Schichtzeit haben wir auch. Also von daher alles im grünen Bereich, Freunde. Ich habe bis jetzt noch keine Info, was morgen noch dann geht, aber ich denke, die werde ich heute schon noch kriegen. Und wenn nicht, dann morgen Vormittag. Ist dann auch nicht das Problem. Aber ich denke, die werde ich heute noch kriegen. Kam bis jetzt immer abends irgendwann. Da hat es ganz schön abgeholzt, der Sturm, mein lieber Mann, da drüben. Naja. Trockener Sommer, haben die Bäume nicht genug Wasser, werden trocken, dann hat der Wind leichtes Spiel. So, meine Lieben. Jetzt ist Schluss. Hier hat gerade mein Tablet geklingelt und da hat jemand angerufen und wollte einen Kevin haben. Dann habe ich gesagt, hier ist kein Kevin. Ja, aber ich habe doch einen Kevin seine Nummer gewählt. Ja, Pech gehabt. Ich bin der Kevin nicht. Dann habe ich gefragt, wer ist denn dran? Nicht der Schwiegermama vom Kevin. Naja, gut, ich kenne weder einen Kevin noch seine Schwiegermama. Also, was soll's? Das war bestimmt der Vorgänger, der vorher vor mir das Tablet hatte. Ach, was geht mich das an? Wie heißt es so schön, was geht mich fremder Leute elend an, ne? Also gut, meine Lieben. Wir stehen jetzt hier in Windisch-Eschenbach. Machen Feierabend. Morgen früh 3:30 geht's los. Da sind wir um 6 in Wallersleben. Dorf. Wallersleben Dorf. Und dann gucken wir mal. Bis jetzt weiß ich ja noch gar nicht, was danach noch passiert.
Also wie gesagt, ich denke mal, Dingolfing oder Leuching oder so werden wir was laden. Vermute ich mal. So, jetzt werde ich schön Armbrot essen und dann geht's ins Bettchen. Also meine Lieben, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, eine gute Nacht. Und bis morgen. Nicht 7:30, sondern 4:30. Tschüss.